Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Redstone Freizeitpark. Und ja, beim letzten Mal hatten wir diesen Turm hier angefangen. Und seitdem wir das gebaut haben, ist noch ein bisschen Zeit vergangen und ich habe jetzt tatsächlich eine bessere Idee gefunden, was wir hier mit diesem Turm machen können, finde ich. Und deswegen werde ich auch nochmal hier das alte direkt wieder abreißen und sowas. Aber da kommen wir später zu. Was wir heute vorhaben, ist einmal hier diesen Mini-Freefall-Tower zu bauen und halt den hier zu Ende zu thematisieren. Und eventuell auch noch ein bisschen hier heute drumherum, ein bisschen Landschaftsbau und sowas, was weiß man schon. Keine Ahnung, das wird sich entscheiden am Laufe der Folge auf jeden Fall. Weil, sagen wir mal so, mal schauen, wie viel wir schaffen und wie wenig wir hier Zeit für brauchen und sowas. Und ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun hier erstmal. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir starten einfach direkt rein in der Timelapse. Ich will jetzt nicht lange euch aufhalten. Wir bauen jetzt erstmal direkt diese Idee und danach gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an. Und bis dann erstmal ab in der Timelapse. So, ihr seht jetzt schon, was ich hier versucht habe. Ich habe hier nämlich versucht, einen Turm drum zu ziehen. Und ja, der sollte eigentlich nicht ganz so hoch werden, aber er sah irgendwie komisch aus, wenn er so klein ist. Und in diesem Turm, in diesen Ruinen, steht sozusagen dieser andere Turm nochmal drin. Und ja, keine Ahnung, das ist sozusagen hier, dieser Turm war da von Anfang an drin im Gebäude, ist aber nicht so stark betroffen gewesen, weil der von dem äußeren Turm hier geschützt wurde. Keine Ahnung, wie genau die Story ist, dass der innere Turm noch steht. Aber ist mir auch scheißegal. Und was ich jetzt machen will, ist einerseits hier unten halt ja eine Warteschlange und so connecten. Und halt natürlich die hier White Operator-Häuschen ranklatschen und sonst was. Hier drin ein bisschen dekorieren und sowas. Weil, sagen wir mal so, wir haben ja hier einen Bereich, in dem man ja... Also das wäre geil garantiert, wenn man hier dann steht, direkt vorne vor und dieser Turm dann hier runterkommt. Weil dieser Bereich, hier kommt ja der ganze Luftdruck rein, wenn das Teil hier wieder runterfallen würde. Und das wäre heftig, wenn man hier dann steht, das wird ja alles hier rausgedrückt. Dafür müssen dann aber auch hier diese ganzen vielen Löcher drin sein, damit dann hier nicht das ganze Gebäude auseinanderfliegt. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das auch so halten würde, aber ist auch egal. Ich weiß nur, dass irgendein Freefall Tower das mal genutzt hat früher. Der war zwar absolut gefährlich, aber das hat mal ein Freefall-Tower zum Bremsen genutzt, dass er in eine Röhre gefallen ist, wo dann die Luft nirgendwo mehr ausweichen konnte. Und dadurch ist dann dieser Freefall-Tower zu einem Halt gekommen. Aber naja, ist auch egal. Wie gesagt, hier hat man dann einen Eingang und hier geht man dann halt rein von der Warteschlange. Und naja, ich würde mal sagen, ich baue aber erstmal hier den restlichen Grundstein von dieser Ruine, weil klar, hier steht ein Turm jetzt, aber ich will tatsächlich eine Burgruine hier komplett hinbauen. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal angesprochen, dass hier oben eine Burgruine ganz gut aussehe. Weil ich meine, wenn man von hier unten runterguckt, das ist ein schöner Berg, da muss eine große, mächtige Burgruine rauf. Also von hier aus, wenn man hier so hoch guckt, das muss einfach. Das geht nicht anders. Und diese Ruine würde ich jetzt mal ein bisschen bauen und versuchen anzufangen und auch erstmal generell diesen Grundstein dafür zu legen, dass wir dann auch hier den hier nochmal ein bisschen verschieben. Und diesen Prototypen hier von der Idee her verschieben und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Und ich würde mal sagen, wenn wir das Ganze getan haben, sehen wir uns nochmal wieder zu einer genaueren Thematisierung hier.
So, und schon haben wir hier ein bisschen Thematisierung dazugehauen. Ich finde, das sieht schon tatsächlich deutlich besser aus, wenn man jetzt hier noch ein bisschen was dazu hat. Und ja, ich habe ganz aus Versehen hier ein bisschen was gebaut. Ganz aus Versehen, tut mir wirklich leid. War eigentlich nicht geplant, aber ich brauchte halt hier sozusagen das Maß des Redstones unten drunter, damit ich hier diesen Stand bauen kann für den Freefall Tower. Weil eigentlich hätte ich ihn ja gerne hier drunter gebaut, aber das geht nicht, weil da direkt die andere Holzachterbahn ist. Aber ja, auf jeden Fall hier habe ich aber ein paar Balken, die das Ganze überlebt haben oder so. Ich weiß, es ist recht unrealistisch, dass das Holz so lange überlebt. Aber man weiß es ja nicht. Hier hinten hat man noch eine schöne Aussichtsplattform. Was zum Teufel war das gerade, als ich hier lang geflogen bin? Das sah gerade aus, als hätte da unten was gestanden. Ich gucke es aber gleich nochmal in der Aufnahme nach. Aber egal. Wir haben hier einen schönen Aussichtspunkt. Ich weiß nicht. Fand ich irgendwie witzig, hier so ein kleines Secret reinzubauen noch. Und ja, dann kann man hier durchgehen so ein bisschen. Kann hier so runter lang gehen oder halt einfach hier hinten lang. Und dann da hinten durch die Tür durchgehen. Und naja, hier ist bisher noch nichts angeschlossen. Eventuell führe ich auch einfach hier die Warteschlange lang. Durch diesen Raum und baue dann diese Holzpfeiler nochmal weg. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Und nach hier hinten würde ich aber tatsächlich auch nicht weiter bauen wollen gerade. Weil wir haben ja noch die gute alte Bobbahn. Die wollen wir ja hier auch reinbauen. Und ich finde, da ist dieses, diese alte Burg so ein perfektes Stückchen für, was man bauen könnte. Also würde ich mal sagen, bauen wir dabei weiter, wenn wir die Bobbahn bauen oder anfangen. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt mal ganz schnell hier vorne das hier an, was wir hier so Schönes gebaut haben. Und zwar ist das jetzt ein voll funktionsfähiger Mini-Freefall Tower. Den kann wirklich jeder bauen, der ganz normal Basic Redstone versteht. Und zwar, wenn wir jetzt mal in Game Mode 3 gehen, hier unten drunter haben wir die Schaltung. Es ist einfach ganz normal. Hier haben wir einen kleinen Kompensator hier, der das Signal ein bisschen verstärkt von dem Knopf. Heißt, hier wird ein Signal reingeschmissen. Dadurch fahren dann die Pisten hier in der Mitte aus, schießen die Minecarts hoch und, naja, wenn das Ganze fertig ist, fahren die Pistons wieder aus und schieben das Außenteil hier wieder hoch. Wenn ich jetzt mal hingehe und hier aufmache und wartet. Jetzt hier, ihr seht, das fällt runter und da kommen die Teile wieder hoch. Von hier unten sieht das Ganze so aus, also wie gesagt, nichts Wildes. Ganz einfache Technik, also wirklich, wenn das irgendwer von euch nicht nachbauen kann, dann weiß ich auch nicht. Und ja, generell, das Teil ist noch deutlich änderbar, theoretisch. Ich weiß nicht, ich fand die Flagge hier oben ist noch gut. Werde ich eventuell da oben drauf noch packen. Oder hier irgendwo so eine kaputte Flagge oder sowas, keine Ahnung. Und ich weiß, es ist eine Ruine, da würde keine Flagge wehen. Aber ich würde mal sagen, das ist einfach so eine restaurierte Ruine, die wieder so ein paar Sachen hier drauf knallt. Und ja, an sich passt das doch schon ganz gut. Und ich würde auch sagen, das war's dann an der Stelle hier mit dem Video. Ich werde hier offcam das Ganze nochmal an so ein kleines White Operator Häuschen verkabeln, aber das wird wahrscheinlich so ein Teil sein wie hier vorne, bei dem Teil. Einfach so in der Größe maximal so ein kleines Ruinenteil. Das muss ich jetzt nicht unbedingt noch zeigen hier. Und außerdem habe ich da ein bisschen mehr Zeit offcam und sowas, das vorzubereiten und die nächste Folge vorzubereiten und so weiter und so fort. Wenn ich hier jetzt das Video beende, also beende ich es jetzt einfach hier. Und zwar, wie gesagt, wir haben hier so ein ganz kleines bisschen vorgebaut schon. Hier kann man durchgucken tatsächlich in die Technik. Das wollen wir natürlich nicht. Dann machen wir es so. Jetzt kann man nicht mehr durchgucken. Und was zum Teufel geht hier ab? Wieso ist die Treppe hier falsch rum? Und wieso ist hier drunter ein Loch? Ich hasse diese Löcher. Aber egal. Auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, gehen wir jetzt mal hier mit der nächsten Folge, glaube ich, mal die Bobbahn an. Verspreche ich ja nicht, aber eventuell wird es auch nur einfach diese Ruine weiter zu bauen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Kommt darauf an, worauf ich jetzt mehr Lust habe dann am Ende. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo diese beiden Freefall Tower auf jeden Fall fertig sein werden. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.